koche ich? HelloFresh. Yeah! Das ist zum Beispiel auch eine Sache, die bei uns eigentlich kaum da ist. Hallo meine Lieben. Hallo meine Lieben. Hallo meine Lieben, auch von meiner Seite. Wir sind jetzt hier in der Küche, weil wir wollen etwas kochen für euch. Wir haben uns entschieden, oder ich habe mich entschieden, welches Gericht am schnellsten heute geht, weil ich habe mein Auto an der Anfahrt geschrammt und war 2 Stunden jetzt in der Werkstatt, habe gar keinen Kopf eigentlich etwas zu essen, zum Beispiel selber mir wie kann man das sagen? Ja. Ich bin jetzt gerade so durcheinander, dass meine Kinder mich schon auslachen. Ich kriege gerade keinen Satz zusammen und bin mega froh, dass ich zu Hause schon die Zutaten für alles habe, weil meistens sind die Hälfte der Sachen nicht mehr da, wenn ich mir selber etwas überlegt habe. Und ja, hier war alles in der Tüte verpackt und die habe ich einfach rausgeholt, weil ich die Mahlzeiten zusammen in die Tüten wieder einsortiert habe. Und entschieden haben wir uns für, also ich, für das kernige Graupenrisotto. Die Zutaten, die in den Gerichten gebraucht werden, sind schon in der Box gewesen. Genau. Also, wir haben eine, die gut lesen kann und die wird uns das Ganze jetzt Schritt für Schritt vorlesen. Also, die Vorbereitungen sind... Gemüse und Kräuter waschen. Also, los. Hier, das ist das Gemüse und die Kräuter. Das auch noch. Das noch nicht mehr, Schatz. So, Angelia, dann komm. Ich werde die Kleinen da. Die Kleinen sollen die erstmal werden sie gewaschen. In der Tüte. In der Verpackung. Kannst du die in einen Dieb gewaschen? Ich glaube, den da selber waschen. Ja, oder? Kannst du nehmen, genau. Okay. So. Ist schon gewaschen, weil der nicht da. Nein, nicht da. So, dann gibt es ein paar Zutaten, die man von zu Hause halt haben sollte. Dazu gehört dieses Öl. Rapsöl habe ich hier. Geht das da auch? Ja. Da. Oh, die sieht so komisch aus. Wenn das Wasser gekocht ist, dann macht man das Wasser rein. Super, ich will dieses Haar kochen. Du kannst hier einen Löffel holen. Löffel? Und umrühren. Spritzt das Gericht in die Augen? Wie bitte? Spritzt das Gericht in die Augen? Nee, aber ich merke schon, dass das Ganze in den Augen ein bisschen beißt. Ja. Das ist alles super, Ikea. Super. Fertig. Mhm. Ach so, das ist ja ein bisschen zu wenig Wasser. Ich habe eigentlich ein... Ja, habe ich gemacht. Stopp. Nee, das war. Die hat es richtig gemacht. Warte. Okay. Es ist mehr. Oh, okay. So. Oh, mein Name ist wieder besser. Wo ist denn das denn für ein Bild?
Blätter. Lorbeerblatt. Siehst du, bei uns gibt es sowas nicht, ne? Oh, aber DVDs. Bei den Töpfen. Till we met the other day. Oh, didn't want the night to end. Oh, and now there's no Papa ist nicht um. Der Jan sieht, dass in der Küche gekocht wird und denkt, der Papa ist da. Mama, okay. Lecker? Hast du ihn da Chips gegeben? Nein, von mir. Nein. 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 Und ich bin auch. Das ist schön und ist schnell. Ja. Mama. Ganz alleine am Tisch, alle Kinder haben gegessen, der Gianni hat richtig reingehauen. Ich habe einen neuen Teller vorbereitet, das ist noch die Portion, die für den Igi da ist. Der ist ja gerade unterwegs und arbeitet. Die Anna hat da auch nicht mitgegessen, ihre Portion steht auch noch da. Also es werden drei Personen damit satt und vier Kinder haben damit gegessen. Okay, die Sellen. Die macht echt eine Mini-Portion. Ja, also bitte nicht vergessen, ich habe auch noch einen Gutscheincode für euch. Der heißt Hello Patricia. Ich blende es euch einmal hier ein und verlinke euch auch noch die Seite. Auch werde ich euch das Video, wo ich diese Box bekommen habe, also der komplette Inhalt, den haben wir für euch auch abgedreht. Da könnt ihr auch nochmal vorbeischauen. Und ja, nutzt auf jeden Fall diesen Gutscheincode, weil damit könnt ihr insgesamt 30 Euro sparen, wenn ihr neue Kunden seid. Das heißt, einmal 15 Euro auf die erste Box und 15 Euro auf die zweite Box. Und ja, ich hoffe, ihr guckt auch beim nächsten Mal bei uns. Wir werden öfters mit dieser Box zusammen kochen und ja.